Guten Abend, heute in Teddy Show die Königin der körperlichen Liebesfilme, Mia Magma. Antoine Boots ist im Gespräch mit Mia Magma, größte pornografische Herstellerin und Schauspielerin, die gerade richtig am Abgehen ist, von Shootingstar-mäßig her. Was? Grüß dich, Frau Magma. Hi. Oh. Danke. Ah, ja. Ich will nicht wissen, wie viel Männer. Wie viel ich in der Hand hatte? Ja, ja. Nein. Schön, dass du Zeit hattest, schon? Ja, natürlich. Immer wieder gerne. Hast du dich hochgeschlafen? Natürlich. Ja, doch, eigentlich schon. Auf eine gewisse Art und Weise bestimmt. Sag mal, aber wie ist das? Zwar nicht mit den Regisseuren, aber ich meine, wenn ich gut vögel, dann mache ich auch gute Filme. Krass, wie bist du dann da drauf gekommen? Mein Mann und ich, wir waren Party-Swinger. Ich weiß nicht, Swingerclubs? Warst du da schon mal? So in Gruppen? Sozusagen. Ich war selber noch nie da. Musst du mal machen, ist lustig. Ja, wenn ich sehe, wie meine Freundin jemand anders spiegelt, dann raste ich aus. Nein, es ist toll, du musst da teilen können. Krass, wie du damit umgehst, ich werde unsicher. Ne, es macht ja jeder. Wenn ich das sage... Würdest du es nicht geben, das Thema, dann würdest du und ich jetzt da nicht sitzen, weißt du? Naja, klar. Auch klar. Wenn du da nicht dran denken möchtest, ja, dass deine Eltern vielleicht auch mal Spaß hatten, ja. Hör auf, das hat jetzt komplett die Stimmung gerade kaputt gemacht. Dein Mann muss richtig geduldig und überhaupt nicht eifersüchtig sein. Ja, er darf ja auch. Er darf ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich nur darf, sondern er darf ja genauso mit. Aber wie macht er das dann? Der macht so und guckt aber trotzdem, dass er dich nicht bei dir... Ey, alles klar, Mia? Ja, genau, ungefähr so, ja. Ne? Weil normalerweise ein Mann, der ist nicht entspannt. Der hat immer noch ein Auge so. Ich habe auch mal ein Auge da drüben. Ja? Ja, klar. Ich will ja immer sehen, was passiert, weißt du? Ich bin ja neugierig. Okay. Guck mal, was für Fragen ich noch habe, gell? Ja, schau mal nach. Sag mal, was sagen deine Freunde, wenn die dich treffen? Reden die oft? Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich. Die reden ganz offen mit mir. Ja? Ich bin ja dieselbe Person wie sonst. Und man kann ja mit mir auch ganz normal da sitzen. Ich meine, ich falle dir jetzt auch nicht über den Hals. Ja, aber fällt dir schwer, oder? Es fällt mir wahnsinnig schwer. Mhm. Ich bin schon ganz nervös. Ehrlich? Ganz hibbelig, ja. Aber jetzt... Ich habe noch nie mit einem Schoki gedreht, sage ich jetzt mal ganz nett. Ah, du bist brutal, ey. Ja, wenn das Helene sieht, dann habe ich ein Problem. Ja, die nehmen wir mit. Ich darf zuschauen. Zu dritt? Ja, oder zu dritt. Auch nicht schlecht. Sag ich doch nicht nein. Es ist doch super, wenn jemand seine Hobbys zum Beruf machen kann. Das habe ich auch gemacht, das hat Flo auch gemacht. Und die Mia hat das auch gemacht, die Mia Magma. Nur ist ihr Manager auch noch ihr Mann. Das ist, hat mich extremst geflasht. Der Antoine hat mir das erzählt. Er hat gesagt, ey, krass, ey, denk, sein Mann ist auch, mit denen hat er auch so, war schon Pornografie, CDs verteilen und so weiter. Hat er das gemacht und mich interessiert, wie es da weitergeht. Ich frage noch eine andere Frage, Frau Magma. Ja? Ist das dein richtiger Name, oder? Klar. Ich bin neben dem Vulkan groß geworden und das heißt ich halt Magma, ne? Das ist interessant, ey. Wenn man das immer rauskriegt, woher die Namen kommen, da bist du geflasht. Absolut. Lügst du oft? Ich lüge nie. Lügen haben kurze Beine. Und was ist, wenn du am Dreh bist? Also meine sind zwar jetzt nicht so lang, aber... Ach nee, aber ich sage ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sage das als Geheimnis, ja. Wenn ich... Bleib doch unter uns. Ja. Wenn Helene, wenn ich mit ihr bin und mir macht das gerade keinen Spaß, dann tue ich so. Also dann täusche ich den Orgasmus vor, ja. Ja. Mhm. Ist das bei dir auch manchmal so? Nein, würde ich niemals tun. Niemals. Ehrlich? Mhm. Und wie machst du das so? Was ist dann so dein Ersatz quasi? Ich mach ganz einfach, ich nehme ihren Kopf an die Brust, das ist ein Zeichen von Liebe. Ja. Aber, und die hört nicht, weil ich halt ihr Ohr zu, die hört nur irgendwie, die spürt. Die wundert Stimme. Sich dann nicht, dass danach keine Sauerei da ist. So die Laken oder so irgendwie. Hast du nicht das neue Ding gesehen, die Werbung von Ding? Wir machen nur mit Verhütung. Ja, das ist natürlich immer gut. Man vögelt ja nicht einfach so... blind drauf los. Genau. Das wäre blöd. Ich sehe nichts mehr. Porno Queen, ich mach für dich. Porno Queen, Mia Magma. Beste DVD, Open End, mit Happy End. Alle sind happy nach dem Film. Genau. Kauft das neue, was kostet? Es ist unterschiedlich.
unterschiedliche Preise. Ja. Aber wenn du eine kaufst, kriegst du auf jeden Fall für den Preis das, was du brauchst. Genau. Und in der Regel brauchst du die ersten 5 Minuten. Nein, das ist noch Blabla. Ach so, wie lange redet ihr in dem Film? Ja, schon ein bisschen. Jetzt machen wir eine Story. Egal, schwul, schwor. Dann bist du fertig.